Mit diesem Video möchte ich Ihnen den Einbau eines Kombiableiters zum Schutz einer Telekommunikationsanschlussleitung vorstellen. Zuerst zeige ich Ihnen die Einbausituation, dann das Produkt und dann demonstriere ich Ihnen den Einbau. Sie sehen hier die ankommende Telefonanschlussleitung, die wird zum APL hingeführt und dann über den APL an die erste TAE-Dose. Von dort aus geht sie über den Router zu den Endgeräten in der Wohnung, beispielsweise zu dem Fernseher oder Telefonanlage natürlich oder auch dem PC. Nun zu unserem Kombiableiter. Wir werden hier zwischen dem APL und der TAE-Dose einen Kombiableiter vom Fabrikat DEN einbauen. Von dem Typ her handelt es sich um eine DEN-Box TC180. Der Ableiter ist in einem kleinen Aufputzgehäuse integriert und kann problemlos an die Wand geschraubt werden. Der Ableiter besitzt auf der Platine eine Federzug-Klemmtechnik. Somit ist eine werkzeuglose Anschlussmöglichkeit hier gegeben. Die DEN-Box besitzt ebenso eine geschützte Seite. Auf dieser mit Protected dargestellt und auf der anderen Seite gehen wir mit der ankommenden Leitung des APL in das Gehäuse hinein. In der Mitte finden wir hier noch einen Anschluss an die Potentialausgleichsschiene. Der Verpackung liegt eine ausführliche Einbauanleitung vor. Diese sollte unbedingt beachtet werden. Ich stelle Ihnen hier eine Standardsituation vor. Gegebenenfalls müssen bei Ihnen bei anderen Einbausituationen zusätzliche Hinweise aus der Einbauanleitung entnommen werden.